Ja, sofort. Und ja, eigentlich hätte ich jetzt große Lust, nach Norden zu gehen und Drachen zu verdreschen. Können wir aber nach den Glutfängen machen. Ich will auf jeden Fall auch in den Glutfängen ankommen. So. Das weg. Der Gegenstand ist unverkäuflich. Interessant. So, das ist nicht viel, aber es ist etwas. Händler bietet 0, weil... Ja. Gut. Gut, den können wir verkaufen. Wir können auch das Knochenschnitzermesser wieder verkaufen. Wir können den Rubin auf jeden Fall für gut Geld verkaufen und das Teil. Das Juwel, die Münzen verkaufen. So, jetzt haben wir noch das Messer und die Blutedelsteine. Hier können wir einfach so gut wie alles verkaufen. Und hier auch so. Und ja, hier machen wir den großen Räumungsverkauf kurz vor Ende. Rüste ich meine Helden gescheit aus und mich. Und dann wird hier alles verkauft. Und von dem Geld kaufen wir Runen, wenn es noch geht. Wenn ich für das Geld ins nächste Ding übernommen. So. Also auf jeden Fall die Menschen und die Zwergen Runen, aber die können wir uns jetzt sowieso leisten. Wir brauchen kein Geld mehr ausgeben. Was haben wir denn wieder so? 19 Silber, das wird da hier nicht viel bringen, aber das sind 14 Gold, ja. 521 Gold hätten wir. Gut. Haben hier schön aufgeräumt. Wie gesagt, uns fehlt der Bogen. Also das Bogenknochenteil, das auch aussieht wie ein Bogen. Weil die Knochenteile sehen halt aus wie die Waffen und Rüstungsteile, zu denen wir sie nachher fertigen. Das heißt jetzt Chaldun, brennender Fels. Gut. Und dann müssen wir hier oben hin. Oh ja, ich habe ganz vergessen. Göttliche Heilung. Ring, Ring. Edler Stadtwachenschild. Huh. Also ja, göttliche Heilung 5, die haben wir bereits. Ja. Genau, können wir nicht noch einen zweiten reinpacken. Gut, wir sind mit Lena auf dem Weg in die Glutfänge. Haben hier auch wirklich alles abgegrast. Bis auf 2 Truhen, die wir nicht mehr öffnen können, weil wir haben jetzt gar keine Münzen mehr. Hätte uns auch nichts gebracht, weil wir kriegen keine Sternmünzen mehr.
Lena hat keinen Bock mehr weiterzukommen? Oder hängt sie irgendwo fest? Oder ist sie jetzt einfach gerade ins Portal gelatscht ohne mich? Egal. Hinterher. Was ist das? Sterbliche. Hier? Hat mein Herr euch geschickt? Hört er endlich auf meine Rufe? Diese Stimme. Als spreche er in meinem Kopf. Die Schatten sind frei. Der Bann, der das Schwert im Zaum hält, bricht. Und durch die Lücken strömen sie hervor. Die Feuer erlöschen. Sie sind überall. Es sind die Schatten, die aus dem Schwert fliehen. Er verliert die Macht über sie. Wir sollten das Spiel mitspielen. Noch weiß er nichts vom Fall der Feuerstadt. Höre mich, Wächter. Der dunkle Herr sendet uns dir zu Hilfe. Endlich, rasch. Entfaltet eure Runenmacht. Treibt sie zurück. Ihr müsst die Bannfeuer neu entzünden. So werden sie in das Schwert zurückgetrieben. Die Wachfeuer sind erloschen. Überall strömen sie hervor. Ihr müsst die Feuer wieder entzünden, sonst werden sie uns überrennen. Da ist sogar schon einer aggressiv. Runenkrieger zu mir! Oh, wir haben Erfahrungspunkte erhalten. Das ist ein Hinterhalt! Okay, Dunkelelf. Wir werden angegriffen. Gut, was sagt unsere Quest? Das Schattenschwert. Das heißt, wir haben der brennende Fels abgeschlossen. Sucht nach einem Weg, die Schatten zu bekämpfen. Schattenwüsel strömen aus dem Schwert hervor und der Wächter der Klinge braucht eure Hilfe, um sie zurückzutreiben. Die Schatten sind unsichtbar. Sucht nach etwas oder jemanden, der euch helfen kann, sie sichtbar zu machen, damit ihr gegen sie kämpfen könnt. Oh, Baupläne sind gut. Ork-Baupläne auch gut. Das Monument will ich erstmal nicht aktivieren, weil ich erkunden möchte. Und Baupläne. Gut, fangen wir mal bei den Dunkelelfen an. Da haben wir jetzt den Havok als letztes. So, Trolle sind wir fertig. Elfen. Toll, müssen wir jetzt alles eins nach hinten verschieben. Bei den Elfen fehlt ja auch hauptsächlich bei den Gebäuden der hier. Die Druiden. Ja. Und meine liebe Windschützin. Oh, da ist noch das große Haupthaus. Hey. Total übersehen, das große Haupthaus. So, großes Haupthaus. Orks. Wie viele neue Ork-Gebäude sind es denn? Die Schmelze haben wir auch noch nicht, hä? Drei, die weiter nach vorne müssen. Das ist in Ordnung. Mittleres Haupthaus, großes Haupthaus, kleines. Der Feuerwerfer hierhin, gut. Schnitterzelt, Nahrungslager, die Wildschweinzucht. Die Schmelze. Und nach hinten kommen die dunkle Schmiede und das Blutheiligtum. Mhm. Der Hornbläser.
Totem und Brander hierhin, Veteran und Speerträger. Gut. Okay, die Schatten scheinen uns noch nicht so wirklich zu hassen. Bis auf die zwei da. Ach, ein Heldenmonument. Aber selbst das will ich erstmal noch nicht aktivieren. Die Schatten da scheinen uns eher nicht zu mögen. Aria ist hier, ist in Ordnung. Puh, wie war das hier nochmal? Ich weiß, ich habe die Mission irgendwie mit Krampf, die Map irgendwie mit Krampf geschafft. Das war, glaube ich, so, aus diesen Ruinen kommen neue Schatten, wenn mal ein Schatten stirbt. Und irgendwann fangen die Schatten halt an, anzugreifen. Genau, Bannfeuer. Das ist das eher eines von den Bannfeuern. Die müssen wir entzünden und dann verteidigen. Oh, leerer Runenstein. Ah, sehr gut. Also wir selber müssen die mit denen interagieren. Nur hingehen wird nichts bringen, soweit ich weiß. Nee. Und ja, das Bannfeuer sieht halt aus wie ein Feuerelementarknoten. Aber ja, die andere Sache ist, die Schatten wuseln auch überall rum. Und ja, wir müssen zuerst Ressourcen finden. Dann Verteidigung errichten. Also gerade hier, das Aria wird wichtig. Wenn ich mal kurz gucke. Aria und Stein hauptsächlich, ja. Und ja, ich mache diese Map diesmal anständig. Ich weiß echt nicht mehr, wie ich sie das letzte Mal... Hier wären auch nochmal Steine. Wäre praktisch. Hier ist sogar ein Weg, direkter Weg hoch und runter. Weil ich muss hier wirklich um das Bannfeuer dann jede Menge Türme bauen und Einheiten stationieren. Weil es war so, sobald ich ein Bannfeuer aktiviere, hier wäre Eisen, das ist... für den Anfang recht praktisch vielleicht, um ein paar Assassinen auszubilden. Zum Schutz. Und das Mond... Da, das ist genug Mondsilber. Um ein paar Havocs auszubilden.
Gut, aber ich würde sagen, bevor wir weiter erkunden, speichern wir hier mal wieder. So, und machen einen Cut. Wir haben ja recht viel Sidezeug jetzt geschafft in der Aufnahmesession. In der nächsten gibt es dann mal wieder Main Story. Also, bis gleich.